ein Beispiel. Ich habe da das Beispiel mit dem Pendel, das stößt gegen eine Masse. Vielleicht rechnen wir das nach. Oder zwei Pendel, die aufeinander stoßen, da gibt es ein schönes Spielzeug, nicht? Wo die Pendel so aufgehängt sind, nicht? Die Kugeln, wenn sie auslenken, dann geht der Stoß so rein und durch und hinten fährt die letzte wieder hinaus. Wir müssen alle natürlich ein bisschen eine Differenz haben, dass tatsächlich jeder Stoß für sich stattfindet. Wir nehmen also vielleicht folgendes Beispiel, ganz einfach, wir nehmen eine um 90 Grad, eine Punktmasse auf einem Faden L, ist um 90 Grad ausgelenkt und stößt auf eine zweite, die so runterhängt. Also vor dem Stoß kommen es genauso zusammen, diese beiden Massen. Gleiches L, zwei Pendel. L und M1 sagen wir mal und L und M2 und gegeben ist das Epsilon. M1 stoßend, M2 gestoßen. Mit welcher Geschwindigkeit kommt der ran? Das ist das V1. V1 ist gleich bei diesem Pendel, oh Gott, haben Sie Ahnung, wie man die Geschwindigkeit da ausrechnet? V1, Geschwindigkeit des stoßenden Körpers. Es ist Wurzel 2gL auch hier, obwohl wir es natürlich genauer rechnen müssten. Aber es ist bei jeder geführten Bewegung, solange kein Verlust auftritt, müsste die Geschwindigkeit Wurzel 2 mal G mal L sein. Wir haben also die Anfangsgeschwindigkeit V1, haben da das Epsilon und wollen jetzt auf das M2. V2 ist 0. Na, der Stoß, Sie sehen, ist ein gerader zentraler Stoß und gesucht wird im Grunde die Geschwindigkeit W2. Wie geht das Pendel weiter? Natürlich auch W1. Jetzt könnte man sagen, wir nehmen wir wirklich die Formel. Wenn man die mal anwendet, dann heißt es, wenn Sie auf die Formel schauen, da steht W1. Die Geschwindigkeit des Stoßenden nachher ist gleich seiner Geschwindigkeit vorher minus, weil sie kleiner wird. Die Ursache ist das M2 durch M1 plus M2. Mal der Differenz der Geschwindigkeiten, das ist nur das V1, mal 1 plus Epsilon. Und das W2 ist natürlich das V2, das ist in unserem Fall 0 und hat dann plus, weil der M1 stößt, mal die V ist wieder die Differenz plus Epsilon. Und folgender interessante Fall ist etwa, wenn ich sage, Epsilon ist 1 und vielleicht noch sage, M1 gleich M2, gleiche Massen, vollkommen elastischer Stoß, dann ist W1 gleich V1 mal minus V1 halbe mal 2, also ist gleich 0. Der kommt zur Ruhe und der W2 ist 1/2 mal V1 mal 2 ist gleich V1. Sie sehen, die beiden mit gleicher Masse, vollkommen elastisch geschossen, tauschen nur ihre Geschwindigkeit aus. Der kommt daher, bleibt stehen und der andere geht weg mit derselben Geschwindigkeit. So gesehen ist natürlich die ganze Rechnung denkbar einfach, man braucht nur diese zwei Formeln anzuwenden. Ne? Ja. Und wenn jetzt M2 doppelt so schwer ist? Ja, M2
ist gleich 2m1. Wir bleiben bei Epsilon gleich 1. Vollkommen elastisch. Dann steht hier W1 ist gleich V1. Dann steht da unten minus 2 durch 3, glaube ich, mal V1 mal 2, also 4 Drittel, dann fährt er zurück, nicht? Weil der 2 ist stark. Minus 4 Drittel, 1 Drittel, V1 Drittel. Und der W2 ist 1 durch 3 mal 2. Also 2 Drittel nach rechts. Kann das richtig sein? M1, das ist 1 und unten steht 3. 2 Drittel plus 2 Drittel V1. W1, W2. Na gut, man könnte das ja auch vollkommen elastisch, relativ leicht, lass mich überlegen, nachprüfen. Wir müssten sagen, es muss ja der Gesamtimpuls gleich bleiben, ne? Wenn Sie das kontrollieren würden. Wenn wir den Impuls ausrechnen vorher, der war M1, V1, der muss gleich sein dem Impuls nachher. Der Impuls nachher ist 2m, 2w2, nicht? Plus, warum 2m2? 2m1. 2m1, nicht? Ich rechne das jetzt auf M1, für M1. M1, W1, nicht? Plus, muss ich natürlich sagen. Also die eine Gleichung aus der Impulserhaltung ist die da hier. Und die zweite, weil ich aus der Energieerhaltung habe ich M1 halbe, V1 Quadrat, muss gleich sein M1 halbe W1 Quadrat, plus, und der andere ist doppelt so groß, 4, nein, nein, blöd, 2 M1 halbe, nicht? W2 Quadrat. Dann gehen wir die halben weg und die M1 weg. Ah, wieso was? Ah, den halben, wieso weg, ja. Das sind also zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Erstens Impulserhaltung, zweitens Energieerhaltung. Und das würde jetzt in dem Fall heißen, ich rechne da das W1 aus zum Beispiel, ist gleich V1 minus 2W2 und setze es unten ein. Gut, dann kriege ich eine quadratische Gleichung aus. Das ist schon höhere Mathematik. V1 Quadrat ist gleich V1 minus 2W2 zum Quadrat plus 2W2 Quadrat. Das kann ich fast nicht lesen. V1. Jetzt quadrieren wir das. Das versteht das jetzt nicht ganz genau. Aber es wird so werden. Quadratische Gleichung in W2 ist es jetzt, nicht? W2 mit ja. Da stehen 4W2 Quadrat plus 2 sind 6W2 Quadrat. Dann habe ich das Gemischte geht, 2 und 2 ist 4 minus 4V1W2, sage ich jetzt. V1W2. Ah, 6. Ist 0. Was? Ist 0. Das Schöne ist, das V1 Quadrat ist weg, der konstante Term ist weg und wir brauchen dann nur das W2 rausheben. Das ist weiter gleich W2 mal 6W2 minus 4V1 ist 0. Und das W, dann ist die Lösung ist das. Nicht? W2 ist gleich 2 Drittel V1. So wie da. Nicht? Also im Grunde vollkommen elastisch, ist immer einfach
über Energieerhaltung und Impulserhaltung und vollkommen plastisch, da brauche ich nur die Impulserhaltung, weil dann gehen sie mit gemeinsamer Geschwindigkeit weg. Da habe ich nur eine Stoßperiode.